Servus. Hallo. Hallo. Servus. So. Könnt ihr mich verstehen? Top, super. Der Andi macht was anderes im Hintergrund. Ja. Sehr schön. 12:15 Uhr am Freitag. Noch kurz ein bisschen ändern. Aufzeichnung läuft. Sehr gut. 12:15 Uhr. Wir haben heute auf dem Programm ein bisschen mehr Beine, nachdem die Woche ganz schön oberkörperlastig war. Wir starten mit dem kleinen Kraft- und Teil. Dazu machen wir drei Sets. Kosaken-Squats und zwar mit der Zeitvorgabe. 3, 2, 1, 1 bedeutet, wir nehmen uns 3 Sekunden Zeit, nach unten zu gehen, halten dann die Position 2 Sekunden an der tiefsten Stelle. 1 Sekunde nach oben, 1 Sekunde Pause und dann 3 wieder nach unten. Das Ganze für 10 bis 12 Wiederholungen rechts, dann 10 bis 12 Wiederholungen links. Mache ich euch nachher vor. Machen dann 30 Sekunden Pause und machen das Ganze dann rechts, links nochmal Plank Rows. Also aus einer Plank-Position mit der Dumbbell oder der Kettlebell rudern. Wenn es sich vom Platz her nicht ausgeht, dann auch gern Renegades Rows, wo ihr euch vorne ein bisschen einhaltet. Schauen wir dann gleich. Ganze für 3 Sets, also 3-mal Kosaken-Squats, 3-mal Plank Rows. Ist der Kraftteil auch schon vorbei? Und dann haben wir auf dem Programm ein Metcon. Bei Infra's Metcon sind 100 Reverse Lunges. Heißt, wir steigen in unserem Ausfallschritt nach hinten, kommen wieder nach vorn, steigen nach hinten, kommen wieder nach vorn. Optional das Ganze weighted. Ich werde eine Dumbbell hernehmen, die wir dann halten, also 100 Reverse Lunges bei In. Geht dann gleich weiter in 10 Runden. 5 Burpees, 10 Air Squats, 15 Russian Twists. Hier auch gern wieder mit Zusatzgewicht bei den Russian Twists. Ich werde wahrscheinlich einen Med Ball hernehmen. Und als Buyout wieder einmal 100 Front Rack Lunges. Das heißt, jetzt steigen wir nicht nach hinten, sondern das Ganze nochmal nach vorn. Und dann ist das Ganze auch schon vorbei. Fragen zum Workout? Oder ist alles klar? Okay, sehr gut. Dann würde ich sagen, starten wir mit dem Warm-up. Mal schauen. Nina und Andi sehe ich nicht mehr. Oder bewegt ihr euch einfach nicht? Ach so, okay. Alles gut. Dann stehen wir auf. Wir starten mit 10 Wiederholungen. Lunge nach vorne links, Lunge nach vorne rechts. Ein Air Squat und ein Up and Down. Ganze 17 Wiederholungen. Sehr gut. Gut. Dann einmal zur Seite durch. Einmal abgesetzt in eure tiefste Squat-Position, wenn ihr durch seid. Hüfte geöffnet, Ellenbogen von innen an die Knie.
Und wir öffnen uns dreimal pro Seite nach oben. Hand vor euch auf den Boden. Rechts nach oben, Schulter öffnen. Das Ganze auf die linke Seite. Einmal ausgelockert. Und als Warm-up bereiten wir uns gleich vor auf dann unser Metcon machen. 10 Reverse Lunges, dann eine Runde vom Mittelteil, also 5 Burpees, 10 Air Squats, 15 Russian Twists und 10 Front Rack Lunges. Das Ganze ohne Gewicht. Also 10 Reverse nach hinten steigend. 15, 15 Burpees, Air Squats, Russian Twists. Und dann 10 Forward Lunges. Gut. Sehr gut. Wir reiten uns dann auf unsere Kosaken-Squats vor, machen einen weiten Ausfallschritt mit links nach vorne. Also erstmal schöner weiter Ausfallschritt. Rotieren uns dann zur Seite in einen tiefen Kosaken-Squat. Wechseln dann die Seite. Und kommen wieder in einen weiten Ausfallschritt nach vorne. Von hier wieder zurück in den Kosaken-Squat. Seiten wechseln. Und wieder nach vorne in einen Ausfallschritt. Das Ganze nochmal. Also Rotation. Kosaken-Squat. Seitenwechsel. Und Ausfallschritt. Einmal zurück, Seitensquat, Seitenwechsel und Ausfallschritt nach vorne. Gut, einmal auslockern und dann gehen wir das Tempo von unserem Kosaken-Squat mal durch. Wenn ihr quasi eure Position, starten auf dem rechten Bein und dann gehen wir für 3 Sekunden nach unten. Das heißt, wir gehen tief, 21, 22, 23, halten hier und kommen wieder nach oben. 21, 22, 23, 1, 2 und wieder nach oben. 21, 22, 23, halten und wieder nach oben. Das Ganze auf die andere Seite. Wir gehen tief für 21, 22, 23. Halten und wieder nach oben. 1, 2, 3, 2, 1. Und nach oben und einen letzten. 1, 2, 3, 2
und wieder nach oben. Jawohl. Im Krafttime machen wir jetzt dann nachher rechts, 10 bis 12 Wiederholungen. Dann gleich gefolgt von links 10 bis 12. Dann machen wir 30 Sekunden Pause und dann geht es weiter mit der zweiten Übung. Ich nehme dazu eine Dumbbell her, sonst was ihr gerade da habt. Und zwar machen wir Plank Rows, die kennt ihr vom Manmaker. Dazu nach unten in eine Plank-Position kommen und aus der Position rudern wir die Dumbbell ganz kontrolliert nach oben in Richtung Oberkörper. Das Ganze dann auch wieder links, rechts für 10 bis 12 Wiederholungen. Wenn ihr das mit der Kettlebell macht und das Gefühl habt, dass das vom Platz her nicht geht, dann gerne erhöhen. RX++ kann sich ja auf den Metball abstützen. So, nee, Spaß. Okay. Genau. 10 bis 12 links, 10 bis 12 rechts. Passt vom Gewicht her? Ja, passt. Sehr gut. Okay, Fragen zu den Kosaken-Squats? Einfach zählen. 3 Sekunden runter, 2 Sekunden sitzen und wieder nach oben. 10 bis 12 rechts, 10 bis 12 links. Und dann 30 Sekunden Pause. Und dann ist 10 bis 12 Mal rudern, rechts und links. Irgendwelche Fragen dazu? Oder ist klar? Ihr habt heute hohe Höhenstimmung. Ja, bei dir passt, Martin? Passt, okay, sehr gut. Dann würde ich einfach mal die Zeit starten. Ihr könnt euch einfach eure Uhr selber starten, weil dann könnt ihr eure Pausenzeiten gucken. Okay, dann würde ich sagen, starten wir in 10 Sekunden. 10 bis 12 Kosaken-Squats auf der rechten Seite. Und geht los. Jawohl. Und dann Seitenwechsel. Ganze auch links. Thank you.
30 Sekunden Rest. Und dann 10 bis 12 Rows pro Seite. Sehr gut. 30 Sekunden Rest und dann zweites Set Kosaken Squats. Und gehen wir. Wie könnt ihr denn so schnell sein? Eure 3 Sekunden runter sind kürzer. 30 Sekunden Rest und dann zweite Runde rudern. Kann was nicht stimmen.
schön. Jawohl, nochmal 30 Sekunden Rest. Und dann eine dritte und letzte Runde. Dann sind die Beine auch warm. Die Nina ist schon wieder fertig. Da schaue ich mal kurz mich. Lass das Mikro einschalten. Ich habe früher angefangen. Ja, ja. Ich habe wirklich früher angefangen. Glaube ich gar nicht. Sehr gut. Okay, erster Teil ist durch. Ich denke, Hüfte, Beine sollten jetzt einigermaßen warm sein. Wir rudern. Was habt ihr auf Rudern drauf? Das haben wir eh nicht auf Laut. Das haben wir auf Laut. Ja, was funktioniert denn? Schau. Ich werde das lieber vielleicht. Das Mikro ruhig anlassen. Ich höre gern, was ihr sagt. Gut. Jetzt aber wirklich, erster Teil ist durch. Schauen wir noch ganz kurz die Movements fürs Water an. Also wie gesagt, die ersten 100 Lunges sind Reverse Lunges. Wenn ihr eine Dumbbell-Kette haben möchtet, egal wie, könnt ihr quasi hinten auflegen
oder in Doppelposition vorne. Hauptsache, jetzt vermutlich so machen, Hauptsache, ihr steigt zurück. Macht mal noch 3, 4 Wiederholungen, nur um in euren Movement reinzukommen. Mit Gewicht. Jawohl, gerne auch auf die Schulter oder Front Rack. Also anyhow, Hauptsache, ihr steigt zurück. Jawohl, Knie berührt kurz den Boden und dann mit der vorderen Seite wieder komplett die Hüfte strecken. Check, dann geht's los. 10 Minuten, 5 Burpees, 10 Air Squats, ich mache aber nichts dazu. 15 Russian Twists. Gern je nachdem, ob ihr Gewicht da habt. Ich habe einen Netball da, werde ich auch nehmen. Und den dann von rechts nach links bewegen. Sonst wären Scheibe oder Gewicht, je nachdem. Sonst ohne Gewicht. Jawohl, 15 Stück. Und Buyout, die Front Rack Lunges. Jetzt bitte das Gewicht auf jeden Fall vorne haben, entweder so oder in Goblet-Position, wie es euch lieber ist. Als Ganze, als 100 Wiederholungen Buyout. Gut. Irgendwelche Fragen zum Workout oder ist sonst alles klar? Also die 2x100 Lunges nur einmal, dazwischen 10 Runden. Vielleicht legt ihr euch einen Stift und einen Zettel hin oder irgendwas zum Zählen. Gut, auf meiner Uhr ist es 12.42 Uhr, wir starten Punkt 12.45 Uhr, also 3 Minuten Zeit für Equipment herrichten, Toilette und Ähnliches. Wollt ihr eine Uhr mitstellen? Sehr gut. So, kurz Daumen hoch. Fertig? Check, check. Startbereit? Sehr gut. Dann kurz für die Uhr. Wir starten in 10 Sekunden. Viel Spaß. 3, 2, 1 und schon. Thank you.
Thank you.
Thank you.
geht's immer. Auf geht's, letzten Lunches. Und gleich wieder rum. Und weiter geht's, auf geht's. Jawohl, sehr stark. Sehr gut. Nice. Jawohl. Auf geht's. Jawohl. Auf geht's, Nina, bis zum Schluss. Ganz stark. Jawohl. Nice. Sind jetzt bei 19, 20. Wir cappen bei 20 Minuten. Aber für alle macht es fertig auf jeden Fall. Das geht gut. Lass uns noch 30 Sekunden laufen. Letzten 15, noch 10. Und noch 3, 2, 1 und... Time Cap. Lebt ihr noch? Wie geht's euch? War schon gut. Sehr gut. Ina ist weg. Ah, komm vor. Sehr schön. Sehr gut. Falls ihr noch ein paar Minuten Zeit habt, dann nehmt ihr euch noch ein bisschen die Beine von hinten, weil die Lunges werden schon ordentlich reingehen. Schluss. In diesem Sinne, danke fürs Mitmachen. Einen schönen Start des Wochenende, schönen Freitag und morgen Bootcamp beim Andi, oder? Ja, ich hoffe, es geht sich aus, dann bin ich fix dabei. Sehr gut. In diesem Sinne, macht's gut und bis bald. Ciao, ciao.